Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, oha, was ist mit dem Himmel los? Was könnten wir denn heute mal machen? Es ist ja Weihnachten eigentlich vorbei, aber ich würde sagen, wir lassen trotzdem hier noch ein bisschen. Oh, ist irgendeiner von unseren Hundis krank? Ist das im Ernst? Du spielst im Müll? Ich glaube, ich muss dich selber mal erziehen. Das gibt's doch nicht. Echt, da ist das Familienoberhaupt, steht hier und strampelt im Müll rum. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube das echt nicht. Okay, ja. Sims sind manchmal komisch. Das hier können wir noch in der Welt platzieren. Da scheint ein leerer Teller zu sein. Was ist das? Das ist ein Bug. Das ist doof. Da muss der Arme sich sogar selber was zu essen machen. Oha, Milo ist schon wieder... Schon wieder Milo! Unsere Hündinnen sind viel, viel, viel widerstandsfähiger. Er könnte ein Gourmet-Menü zubereiten. Vielleicht ein Caesar-Salad in der Partygröße. Ich überlege übrigens momentan, da ich gerade so eine kleine Durststrecke habe, was Sims angeht. Oh, keine Angst haben. Ob ich das vielleicht so mache, weil ich ja momentan jeden Tag 2 Folgen bringe. Und ich gerade nicht weiß, wie ich die Vampir-WG wieder ans Laufen bekomme, weil ich da ja Probleme mit habe. Ob ich vielleicht so lange hier noch weiterspiele, bis Sarah zum Kind wird. Und wir dann erstmal Sims ein bisschen reduzieren auf die eine Tierarztfolge am Tag. Und dass, wenn ich da dann ja das Bestreben erfüllt habe, was ja da so mein übergeordnetes Ziel ist, dass wir dann hier wieder weitermachen. Dass ich dann einfach mal wieder ein paar Ideen sammeln kann, schauen kann, dass ich in Ruhe das ein bisschen... Oha, Qualität normal. Dass ich die... nicht die Qualität. Dass ich die Fehler mal wieder wegbekomme, die ich momentan bei den anderen Families habe. Dass wir da dann auch mal wieder weitermachen können. Das ist so ein bisschen die Überlegung, die ich gerade angestellt habe. Eine Kuhpflanze möchte sie noch züchten und wir wollen 10 ausgezeichnete Pflanzen. 5 von 10 haben wir aktuell. Die hier könnten wir weiterentwickeln. Das Bäumchen könnten wir auch weiterentwickeln. Das hier auch. Das hier nicht. Ansonsten können wir auch nicht weiterentwickeln. So, dass sie einfach jemand noch ein bisschen sich um den Garten kümmert, denn das hat sie schon lange nicht mehr gemacht. Sie hat einfach mehr Ahnung vom Gärtnern. Oha, aber da muss ich auch mal gucken. Da sind so viele Käfer und Viechzeugsel drin. Wo ist sie denn rum? Ah, da kommt sie und kümmert sich um den Garten hier. So, weil ich möchte einfach nicht, dass ich hinterher ein ähnliches Problem habe, wie ich das Problem habe mit Planet Coaster. Planet Coaster habe ich einfach mega lang gezogen, auch zu Zeiten, wo ich gerade keine Lust drauf hatte. Es ist jetzt nicht so, dass ich gerade gar keine Lust habe, aber mir fehlen einfach ein bisschen die Ideen für 2 Familien, beziehungsweise 2 Let's Plays auf einmal. Und deswegen überlege ich, ob ich das so mache, damit mir einfach der Spaß erhalten bleibt. So. Karottenpflanze ist gestiegen. Was haben wir? Ach, oh, stopp, falscher Sim. Was haben wir denn jetzt hier? Es ist noch keine weitere ausgezeichnete Pflanze dabei. Wir versuchen einfach mal weiter unser Glück. Wir können ja noch 4 aufwerten. Wir bräuchten noch eine perfekte Pflanze, glaube ich. Also, dass es nicht mehr weitergeht mit Aufwerten. Ich glaube, das bräuchten wir noch. Ich glaube, das ist so das, was uns hier für das Bestreben hilft. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so läuft das. Okay, das waren anscheinend alle. Ich muss mal gerade was gucken. Die selbstgebastelten Teile sind ja immer noch... Jetzt muss ich mal gerade Move Objects anmachen. Die sind ja immer noch buggy, wie man hier sieht. Die sehen ja immer noch ziemlich belämmert aus. Deswegen überlege ich, ob ich die jetzt einfach drüber packe.
Was haben wir denn hier sonst noch so für Farben? Wir haben so einen braun-weiß, einen dunklen Braunton und diesen helleren Braunton. Ich glaube, ich bin dann eher für den helleren Braunton. Also sieht das ja echt doof aus, wenn wir das immer so in den Gammelteilen stehen haben. Das wirkt ja nicht. So sieht das doch gleich wieder viel schöner aus. Okay. Wobei ich überlege, ob ich das hier vielleicht ausnahme auch mal noch ein bisschen... Oh, mir fällt gerade was ein, was ich gerne mal machen würde. Das probiere ich gleich vielleicht mal aus. Mache ich hier vielleicht mal irgendwie sowas drunter, dass wir hier so ein bisschen... dass ich die irgendwo drauf stehen habe. Ich glaube, ja. Dim, dim, dim. Okay. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Jetzt möchte ich, es gibt doch irgendwo diese kleinen Gräser. Genau, die hier. Und die kann ich doch auch rein theoretisch verkleinern. Ich darf jetzt ganz viel platzieren. Dann haben wir doch rein theoretisch überall Gras, ne? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Oh, muss ich das jedes Mal wieder neu klein machen? Das ist ja auch doof. Aber es wäre sonst auch schön, ne? Weil so ist das auch ein bisschen... Huch, nee, das ist zu viel. Was machen wir denn mal noch? Das hier ist auch hübsch. Ich will irgendwie, dass das hier noch... Ich weiß es nicht. Irgendwie, mir fehlt hier auch noch so ein bisschen Gartenzaun. Oh Gott, jetzt mache ich eine Baufolge hier draus. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber irgendwie fehlt mir das hier so ein bisschen. Das fehlt mir, damit es vollständig aussieht. So was ganz Hohes möchte ich nicht. Das hier ist mir eigentlich nicht hoch genug, weil da passt, glaube ich, kein Gartentürchen rein. Kann man machen, aber... man könnte sonst... Warte mal, ich probiere mal gerade was aus. Weil an sich ist das gar nicht so schlecht. An sich ist das gar nicht so verkehrt. Weißt du, wenn ich das so mache und da so ein doppeltes Garten... Oha, nein, das ist komplett weg. Nein, das sieht nicht aus. Also ich muss schon einen höheren Zaun wählen. Sowas wird sich hier doch eigentlich auch ganz gut drin machen. Warum drin? Also an dem Grundstück dran. Ich überlege nur gerade, welche Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube tatsächlich, ich bin die dunkle Variante davon, weil da passt das nämlich auch. Dann passt das nämlich auch gut zu dem
Dann muss ich nur das Schiff noch ein bisschen umplatzieren. Oder man könnte es ja hinten, aber wenn wir es hinten offen lassen, sieht es auch wieder doof aus, wenn man fast vorne zu hat, oder? Ah, ich werde wahnsinnig. Aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich finde immer, Häuser ohne durchgehenden Zaun wirken irgendwie so ein bisschen unvollständig. Zwar hat man das in Deutschland auch nicht überall, dass man sagt, okay, jedes Haus hat wirklich einen Zaun. Ist auch jetzt nicht unbedingt immer so. Aber es ist doch eigentlich tatsächlich schon gang und gäbe eigentlich, dass man einen Zaun hat. Ich glaube, das haben nur wenige Häuser nicht. Das können wir eigentlich auch. Dann machen wir hier nur vielleicht dieses Teil hin. Hier den Pool muss ich auch mal fertigstellen. Ja, und so schnell machen wir eine Baufolge da draus. Das ist auch wieder gut. Jetzt haben wir aber sowas, so einen breiten Durchgang. Das muss ich dann mal noch... Was zur Hölle? Ja gut, das muss ich dann mal noch umändern. Nein, das ist auch nicht schön. Das passt, finde ich, nicht dazu. Das ist voll süß. Ich liebe dieses Türchen. So ein Riesenteil passt eigentlich auch nicht in so einen Zaun. Das hier könnte passen. Vielleicht so. Ich glaube, das passt tatsächlich sogar ganz gut. Dann würde ich aber ganz gerne hier so ein bisschen wegradieren, weil deswegen. Ich finde es halt einfach irgendwie dann unpassend, wenn der Weg so viel breiter ist als das Türchen. Das war jetzt Mist. Ach, das ist da wegen der Säule, ne? Dann müssen wir da vielleicht so einen kleinen Busch drüber setzen. Dann machen wir hier noch so ein ganz klein bisschen... Das ist ja im Allgemeinen ein bisschen grüner. So, und dann setzen wir hier noch einen Busch drüber. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen gestaltet hier. Ich hoffe, das war nicht weiter tragisch. Ich will euch ja hier nicht langweilen. Ich wette, das habe ich mit dieser Folge hier schon wieder getan, aber... Oder wir machen da so ein ganz kleines bisschen, das können wir natürlich auch machen, dass wir das dann noch so ein bisschen hinpacken. Ist das? Ja, ist richtig. So für den Briefkasten. Machen wir das einfach mal so. So, und jetzt könnte man ja mal noch ein bisschen weiterspielen. Wobei wir jetzt tatsächlich so die allermeiste Zeit gar nicht mehr haben. Okay, sie ist ziemlich K.O. Dann würde ich sagen, genau, der Kleine geht noch aufs Klo und dann haut er sich auch hin, würde ich sagen. Mit Milo müssen wir in der nächsten Folge zum Tierarzt fahren. Warum haben die sich alle beide nur so aufs Bett gelegt? Könnte ich doch auch richtig schlafen legen.
Ja, gut. Oh, ich muss auch mal Void-Kreaturen kaufen. Ja, definitiv, das muss ich auch mal noch machen. So. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's dann für heute erstmal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Oh, mit dem Mond. Oha, was ein Bild. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn so von dem Zaun von meiner kleinen Hausüberarbeitung? Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken, was wir dann machen. Da könnten wir eigentlich mal die Satellitenschüssel testen. Also bis dahin. Ciao.